Heute spielen wir von Geburt bis Tod mit ganz vielen verschiedenen Charakteren. Hier ist er. Ist er nicht süß? Ja, ist er. Aber du weißt, was das bedeutet. Ja, ich weiß. Er darf den Bunker niemals verlassen. Du weißt, er darf nie erfahren, warum. Daumen nach oben und abonniere nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Oh Mann, Leute, was ein schöner Tag im Bunker. Wobei, naja, die Tage hier sind nicht so schön. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich in meinem ganzen Leben nämlich noch nichts anderes gesehen als diesen Bunker. Das Einzige, was mich jetzt noch beruhigen kann, ist, wenn wir auf diesem Video 3,6 Daumen nach oben schaffen. Da ist mein Vater gerade ganz kurz die Treppe runtergefallen. Leute, wir sind seit mittlerweile 15 Jahren in diesem blöden Bunker drin und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir machen wollen. Meine Eltern sehen immer noch so komisch aus. Hey, Papa, wie geht's dir? Ja, mein Sohn, was ist los? Ich weiß, ich habe dich das schon oft gefragt, aber ich will es gerne nochmal tun. Was ist denn eigentlich da draußen? Das ist nicht wichtig. Du weißt, du darfst nicht nach draußen. Draußen ist es böse. Du bist hier in Sicherheit. Ja, ich weiß, dass ich hier in Sicherheit bin, aber meinst du nicht, dass ich langsam alt genug bin, um ein bisschen, keine Ahnung, die Welt zu erkunden und ein bisschen so Sachen zu machen, die normale Kinder so machen? Ich weiß, aber da draußen ist es nicht sicher. Es ist nicht so einfach. Vielleicht wirst du es irgendwann mal verstehen. Oh Mann, das Ganze sagt ihr mir schon seit zig Jahren. Ach Gott, Leute, egal. Auf jeden Fall, hey Mama, wie geht's dir? Warst du heute schon Holzhacken? Natürlich war ich Holzhacken und wir machen heute Essen. Weißt du, was es heute zu essen gibt? Lass mich raten, es gibt eine Dose irgendwie Eingemachtes mit irgendeinem 100 Jahre alten Brot. Ja, aber das kann man auch ein bisschen enthusiastischer sagen. Ja, ich freue mich auf den gleichen Fraß, den wir seit 100 Jahren essen mittlerweile. Oh Mann, Leute, ich habe gar keinen Bock mehr hier zu sein, ganz ehrlich. Dieser Bunker ist zwar schön und gut und er ist auch groß und es hat sehr viel Spaß gemacht, ihn zu erkunden als Kind, aber irgendwie mittlerweile will ich ein bisschen mehr von der Welt sehen. So, weißt du, die Küche ist zwar sehr schön. By the way, Leute, kennt ihr schon meinen geheimen Keller? Hier verstecke ich mich immer von meinen Eltern. Wuhuhu! Oh, zack! Hier sind auf jeden Fall ein paar Waffen, Bomben und, ja, Leute, also... Nein, das, das dürft ihr nicht sehen. Alles gut. Hier ist der Ausgang, aber ich darf nicht rausgehen. Meine Eltern verbieten es mir, hier rauszugehen. Mein Sohn, du darfst hier nicht rausgehen. Ja, ist ja gut. Ich hatte nicht vor, rauszugehen. Oh Mann, Leute, egal. Wie wollen wir das denn machen? Ich habe auf jeden Fall eine Idee, Freunde. Wir können vielleicht... Ich glaube, er hat irgendeine Schlüsselkarte oder so zu dieser Tür, dass wir sie irgendwie öffnen können. Vielleicht probieren wir das irgendwie so aus und gucken mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, rauszukommen. Weil ich muss rausfinden, was da draußen ist, Leute. Mutti, ist eigentlich nicht schon Schlafenszeit bald? Oh ja, du hast recht. Vielleicht sollten wir wirklich schnell schlafen gehen. Alles klar, dann bis morgen. Gute Nacht auf jeden Fall, Mutti. Lass auf jeden Fall mal ins Bett gehen und wir wachen mitten in der Nacht auf. Und ich habe einen Plan, was wir machen können. Boah, okay, Freunde. Okay. Jetzt ganz leise. Okay, Freunde, wir müssen uns einfach zu meinen Eltern reinschleichen und irgendwie versuchen, es ranzubekommen. So, es ist sehr dunkel. Okay, sie schlafen auf jeden Fall schon. Da ist die Karte. Ich hab sie. Okay, pass auf, Leute. Wir müssen jetzt einfach nur ganz leise rausschleichen und dann müssen wir anfangen, irgendwie rauszufinden, was da draußen ist, Leute. Ich bin total gespannt. Und zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, es ist ja Tag. Leute? Oh mein Gott, die Außenwelt. Hallo, was geht ab? Leute, wer seid ihr denn? Er kommt aus dem Bunker. Was für ein Bunker? Nehmt eure Waffen weg. Alles ist gut. Was ist mit dem Bung? Was für ein Bung? Wer seid ihr denn überhaupt und was wollt ihr von mir? Oh mein Gott, Leute, was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Ich hab nix. Bung. Was auch immer du damit meinst. Willst du meine Karte haben oder Meiner. Sowas? Oh, was? Hä, wer bist du denn? Steig ein. Okay. Keine Fragen stellen, einfach einsteigen. Okay. Mein Gott, wer sind die Typen? Oh nein. Wir müssen reden. Was? Wir müssen rennen? Oh Mann! Du bist nicht der wirklich kein guter Autofahrer, Mann. Nee, selbst ich kann besser Auto fahren und ich bin in meinem Leben noch nie Auto gefahren. Wer bist du denn? Siehst du überhaupt aus? Warum siehst du so komisch aus? Wer bist du überhaupt? Ja, ich weiß, meine Haare sitzen nicht so gut, aber ist nicht schlimm, das passt schon. Deine Haare? Also mir ging es eigentlich weniger um deine Haare, aber egal, auf jeden Fall, was genau ist... Wer waren die Typen gerade eben? Ich hab Pizza für dich, hier hast du Pizza. Pizza, okay, was ist Pizza? Und wer bist du denn? Günther, okay. Günther. Ich heiße Günther. Warum bist du so einen Namen von so 60-Jährigen? Interessant. Was ist interessant? Hinter dieser Tür ist eine Wand. Lass am besten mal einfach die Tür zumachen, dann sehen wir. Nein, das wissen wir doch, dass sie hier sind. Nein, das wissen sie, Quatsch. Das ist die Feuerwehr. Die Feuerwehr, die hilft jedem sehr, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich dachte, ich habe hier den IQ von 20. Den IQ von 20? Ich habe einen IQ von 25 mindestens, auf jeden Fall. Wer sind die Typen? Warum jagen sie dich? Teddy. Was? Ein Teddy? Der muss gewaschen werden. Was?
Der muss gewaschen werden. Warum muss er denn gewaschen werden? Was willst du denn mit dem blöden Teddy? Wir werden gerade verfolgt. Weißt du nicht, was vor ein paar Jahren passiert ist? Nein! Nein! Was soll denn vor ein paar Jahren passiert sein? Das Schlimmste, was passieren hätte können. Was ist passiert? Mein Teddy wurde nass. Aber außer meinem Teddy ist noch was passiert. Okay, was ist passiert? Der Akku meines Smartphones ist leer. Nein! Bitte! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Irgendwas ist mit den Leuten los! Die Pizza ist auch vergammelt. Ein gewisses Gas ist vor einigen Jahren verstrahlt worden. Was machen die Autos denn da? Gas ist verstrahlt worden? Was? Aber Gas kann sich doch gar nicht verstrahlen. Das dachten wir auch. Okay. Das war das Problem. Und was ist dann passiert? Und dann wurden wir dumm. Und du bist davon verschont geworden? Geblieben? Ja. Okay, ich glaube, ich kann mir mittlerweile erklären, was hier passiert ist. Ist irgendein Gas ausgestoßen, was verstrahlt wurde laut ihm und dann wurden alle Leute dumm. Und er ist halt besonders dumm. Komm mit, Kleiner. Okay. Wir nehmen jetzt so schnell es geht das Auto. Schnell, rüste deine Waffe aus, let's go. Oh mein Gott, da sind wir jetzt wieder. Ich schieße ein bisschen hier rum. Das sollte die Leute erschrecken, oder? Keine Ahnung. Nee, die sind nicht mehr vor Waffen schrecken, ja. Wie kannst du überhaupt eigentlich, wenn du so dumm bist, also warum kannst du dann noch so normal reden oder so? Die anderen haben zum Beispiel nur Bunga Bunga gesagt oder sowas oder keine Ahnung. Ich habe es irgendwie auch nicht verstanden, was die gesagt haben. Ich weiß selbst nicht. Ich glaube, das war ein Zufall. Ach so, also das bedeutet wahrscheinlich... Oh, ich habe eine Theorie. Vielleicht warst du davor, bevor dieses Gas ausgestrahlt wurde, mega intelligent und bist jetzt halt nur so mittelintelligent. Aber intelligenter als die anderen, weil die anderen waren noch dümmer als du. Kann das sein? Vielleicht warst du davor irgendwie so ein Doktor oder ein Professor oder sowas und hast irgendwie das Heilmittel gegen Krebs erfunden oder so. Okay, tut mir leid, das war ein bisschen zu viel für seinen Kopf. Setz dich auf die Couch, schnell! Auf die Couch, okay, ich setz mich auf die Couch. Ich sitze auf der Couch, was genau okay, so vor? Bedeutet, ich hab's! Was? Was ist los? Wir brauchen eine Pflanze. Eine Pflanze? Funguspflanze. Eine Funguspflanze? Eine Pflanze. Ich kann gerade eben nicht ernst bleiben bei diesem Gesicht. Ich guck mir das Ganze von der Seite an. Wir brauchen eine Funguspflanze. Eine Funguspflanze? Eine Funguspflanze? Cedric! Ich hab's! Ja, was denn? Eine Funguspflanze! Neben der Nagas-Fang-Pflanze, die beste Pflanze, die wir haben können! Nagas-Fang-Pflanze? Aber was ist eine Funguspflanze? Ist das hier eine Funguspflanze? Ah, nee, das ist eine Nagas-Fang-Pflanze. Die bringt nichts. Okay, alles klar. Gut, aber. Okay, wir brauchen eine Funguspflanze. Aber was ist eine Funguspflanze und wo finden wir eine Funguspflanze? Und was kann diese Funguspflanze und warum brauchen wir überhaupt diese Funguspflanze? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wie vielen Jahren. 30, 40, 50? Gab es an dieser Stelle eine Wiese voll mit Funguspflanzen. Warte, ja. Moment, da wohne ich doch. Sind das hier etwa Funguspflanzen? Funguspflanzen. Funguspflanzen. Nee, Papa! Ah! Das ist mein Vater. Alles gut. Cedric, wo bist du gewesen? Ich bin mit diesem netten Typen hier unterwegs gewesen. Er sucht Funguspflanzen. Ich heiße Günther. Funguspflanzen? Das hinter mir sind Funguspflanzen. Wofür braucht ihr denn Funguspflanzen? Keine Ahnung. Er hat irgendwie gesagt, das ist das Heilmittel für dieses komische Gas, was hier irgendwo durchgedingst ist. Meint ihr, die Funguspflanze ist das Heilmittel? Ja, also vielleicht kann er dir dazu mehr sagen. Ich habe keine Ahnung davon. Die Funguspflanze zusammen gemixt mit einer Nagas-Fang-Pflanze ergeben eine Säure, zerdrückt. Und diese kann man dann trinken, das sollte helfen. Nimm auf jeden Fall mal ein bisschen von der Funguspflanze mit, steck sie in die Pizza und dann machst du noch ein bisschen Nagas-Fang-Pflanze drauf und dann kannst du ein bisschen Pizza verteilen und die Leute werden alle wieder dumm. Intelligent. Das heißt, ich hab's vollbracht. Okay. Hast du es schon hin? Oh, du hast es schon. Eine Spitze. Okay. Schnell! A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ich bin wieder intelligent. Dankeschön. Funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Hey, gib mir deinen Frühstückskeks. Mein Frühstückskeks? Guck dir diesen riesigen Keks an. Den kannst du mir doch nicht wegnehmen. Ich kann und ich werde. Und wenn du ihn mir nicht gibst, dann gibt es Ärger. Oh Mann. Ach schön, nimm den blöden Keks. Oh Mann. Hey, du da. Oh nein, der schon wieder. Du gibst den Kleinen sofort seinen Keks zurück oder es setzt was. Das schwöre ich dir. Och Mann. Okay, hier ist dein blöder Keks. Hier, bitte, nimm deinen Keks wieder. Danke, dass du mir geholfen hast. Wie heißt du denn? Mein Name ist John. Und kein Problem. Polizisten helfen immer gerne. Wie, du bist ein echter Polizist? Aber du bist doch auch noch im Kindergarten. Naja, ich bin nicht wirklich Polizist, aber ich werde auf jeden Fall, sobald ich erwachsen bin, ein Polizist werden. Das ist mein größter Traum. Schön, das freut mich auf jeden Fall, dass du mir geholfen hast. Ja, natürlich gerne. Und wie heißt du denn? Ich heiße Cedric und ich bin auch neu hier im Kindergarten. Und dieser gemeine Typ, der wollte mir direkt meinen
kleinen Keks klauen, die mir Mama mitgegeben hat. Ach, mach dir nichts draus. Leute wie ich sind dafür da, um gemeine Typen wie die von dir fernzuhalten. Wollen wir Freunde werden? Ja, natürlich. Sehr gerne. Oh Mann, es läuft wirklich nur langweiliger Müll im Fernsehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Glaubt, die Serien im Fernsehen sind nur so schlecht, weil da nur Leute drin sind, die keinen Daumen nach oben auf uns Teddy-Video dagelassen haben. Ja, Leute, deswegen seid ihr ja nicht so, Gott sei Dank. Jason ist gerade im Urlaub, glaube ich, mit dem kann ich nichts machen und ich fühle mich irgendwie echt ein bisschen alleine. Na, gucken wir mal, ob wir... Hey! Oh, John, lang nicht mehr gesehen, Kumpel. Hey, Cedric, schön, dass du mich gesehen hast. Ich habe gerade Schicht in der. Hast du Bock, mit mir noch ein bisschen was essen zu gehen? Oh ja, safe, klar, können wir gerne machen, kein Problem. Alter Mann, John, du bist echt groß geworden. Okay, Polizeiauto sogar, mega, mega cool. Okay, dann lass auf jeden Fall was essen gehen. Und wie läuft's bei dir so, Cedric? Alles frisch? Ja, mir geht's wirklich gut. Schade, dass ich so lange nichts mehr von dir gehört habe. Aber okay, wir können auf jeden Fall beim Essen ein bisschen drüber reden, Leute. What? Warum gibt es denn hier so viel zu essen, Leute? Wow. Tja, ich glaube, das kriege ich alles runter. Oh Mann, ja, so ein großer Typ wie du kriegt auf jeden Fall alles runter. Es freut mich übrigens, dass du Polizist geworden bist, sehe ich gerade. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Möchtest du noch was zu trinken dazu? Ja, mega gern. Ich nehme eine Cola auf jeden Fall, würde ich sagen. Eine Cola? Okay, kein Problem. Komm sofort. Hey, John, möchtest du auch eine Cola? Na klar, Mann, warum nicht? Ja, yeah, oh Mann, diese Cola hat echt einen komischen Geschmack, wenn ich ganz ehrlich bin. Und wenn ich ehrlich bin, werde ich ein bisschen müde und ich hab... Diese Volldeppeln sind wirklich voll darauf reingefallen. Oh, verdammt. Oh, Mann. Hey, lol. Was war in dieser komischen Cola drin? Und Leute, wo bin ich hier? Das ist ein komplett leer... Da oben ist Wasser? Hä? Leute, was ist das hier für ein komischer... Warum habe ich Feuer an meinem Arm? Oh Gott, was ist... Leute, was ist das hier? Wo bin ich denn hier? Warum ist hier Blanc? Warum ist hier das Bild der unendlichen Möglichkeiten? Und wieso ist hier ein Hocker, Leute? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hä? Was ist das denn? Was zum Top? Hey, John, du bist auch hier. Cedric, du bist auch gefangen worden? Ja, bin ich. Wie konnte das passieren? Ich glaube, sie haben uns irgendwas in die Cola reingemacht, sodass wir eingeschlafen sind und hier gelandet sind. Alter, was ist das hier für ein komischer Ort? Wo sind wir denn hier? Ich weiß es nicht. Pass auf, da kommt jemand. Wie, jemand kommt? Meinst du noch jemand, der von uns gefangen wurde? Und wo soll er denn? Oh Gott, wer bist du? Dann wurdest du auch von diesen komischen Typen gefangen? Ich glaube nicht. Hallo, ihr beiden. Habt ihr euch schon gut eingelebt? Wer sind sie und was wollen sie mit uns tun? Subjekt 1 bekommt jetzt die Spritze initiiert. Was willst du mit mir machen? Oh nein! Autsch! Was ist mit ihm passiert? Er ist einfach weg! Was hat er mit dir gemacht? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist mir sehr warm geworden. Oh mein Gott, bitte mach mir keine Angst. Was hat er dir gegeben? Oh Gott, das ist gar nicht gut. Was ist hier passiert? Steht hier irgendwas anderes? Quantum Gravity Failed? Power Offline? Was ist denn das für ein komischer Kram? Alter John, ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen. Oh, Leute. Was ist mit dir passiert? Oh Gott, Leute, das gefällt mir gar nicht. Ich muss hier sofort weg. Wir müssen irgendeinen Ausweg finden. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was haben sie mit ihm gemacht? Was ist das für ein komischer Knopf unter dem... Oh mein Gott, was ist mit ihm passiert? Leute, wir drücken wir den Knopf. Oh mein Gott, wo sind wir hier? Wir sind im Brookhavensee. Leute, wir sind im Brookhavensee. Oh Gott, wir sind entkommen. Leute, was ist gerade passiert? Was war das für ein Typ? John ist irgendwie auf einmal zu einem komischen Polizisten geworden mit roten Augen und irgendwie hat er nichts mehr gesagt und... Oh Gott, Leute, was ist los? Ganz ruhig, wir müssen nach Hause, Leute. Wir müssen ganz dringend nach Hause. Wir müssen unbedingt nach Hause. Okay, Leute. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich muss jetzt hier nach Hause. Ich habe keine Ahnung, was mit John gerade passiert ist. Was er jetzt wohl gerade macht? Subjekt 2 ist über den geheimen Fluchttunnel entkommen. Finde ihn und bring ihn uns. Und das möglichst schnell. Ich habe verstanden, Meister. Ich werde ihn dir bringen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber was soll ich... Wer bist du denn jetzt? Hallo? Hey, schönen guten Tag. Mein Name ist Florian Flosse und ich bin Journalist. Ich beschäftige mich seit längerer Zeit mit dem toxischen Clan. Der toxische Clan? Was genau soll das sein? Und warum bist du dann bei mir? Naja, der toxische Clan ist eine Gruppe von seltsamen Wissenschaftlern, die an Menschen experimentieren. Und du bist aus ihrer Basis geflohen. Oh Mann, meinst du, das waren diese Typen, die John entführt haben? Ja. Das mag sein. Dein alter Freund John ist jetzt auf jeden Fall bekannt als der unberechenbare Mörder Siren Cop. Als was? Siren Cop? Ist das dein Ernst? Ja, und das Schlimmste daran ist, keiner weiß genau, wo er im Moment ist. Aber ich weiß es. Oh mein Gott, wir müssen schnell die Türen zumachen. Oh Gott, wir müssen alle Türen zumachen. Er ist hinter uns. Oh, ja, das hätte ich erwähnen sollen. Sie suchen dich gerade. Das hättest du ein bisschen früher sagen können. Wieso hast du deine Kamera mit? Möchten Sie ihr letztes Interview mit mir führen, bevor sie Siren Cop mitnimmt? Ach so, ja, gerne. Nein, wir können das verhindern. Wir müssen irgendwie... Was können wir irgendwas machen, um ihn aufzuhalten? John, ich bin's. Ich bin nicht John. Ich bin Siren Cop.
oh Gott, ich glaube, ihm ist wirklich nicht mehr zu helfen. Oh, das sind fantastische Aufnahmen. Dafür werde ich einen Pulitzerpreis kriegen. Kannst du jetzt mal aufhören, so einen Quatsch zu erzählen? Wir müssen hier weg. Naja, ich hätte da schon eine Idee. Ich habe ganz zufälligerweise C4 dabei. Was? Du hast Sprengstoff dabei? Im Ernst? Natürlich, jeder normale Mensch hat Sprengstoff zu Hause. Hier, nimm. Okay, und was genau soll ich damit tun? Es gibt nur eine Möglichkeit, ihm zu entkommen. Du musst dich fangen lassen und das ganze Gebäude des toxischen Clans in die Luft sprengen. Du willst, dass ich mich von John oder Siren Cop fangen lasse, nur damit ich die Basis in die Luft sprengen kann? Ja, das hast du richtig verstanden. Gut, dann würde ich mal... Ah, er ist drin! Ah, Herr Siren Cop, schön, Sie endlich mal zu treffen. Möchten Sie irgendwas fürs Fernsehen sagen? Was? Fernsehen? Nein, ich gebe keinen Kommentar. Oh, das ist ja schade. Ich... Oh Gott. Ich habe Fernsehen schon immer gehasst. Ja, ich auch. hey, ich wollte nicht mit dir... Oh Mann, okay, Leute. Gut, ich glaube, es gibt die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, den Plan des Mannes zu verfolgen. Ich habe noch den Sprengstoff dabei. Davon weißt du nichts. Das ist meine Geheimwaffe gegen dich. Alter, mein Gott, ist der Typ gruselig. Wo gehen wir denn hin? Wir gehen zum Meister. Zum Meister? Und wer genau ist dieser Meister? Oh, das ist sehr angenehm, das Ganze. Du mit der Spritze finde ich das nicht so cool. Es ist nur ein kleiner Pieks und dann können wir wieder vereint sein. Ach ja, weißt du, ich bin ein bisschen allergisch gegen Spritzen und deswegen muss ich leider ganz dringend weg. tschüss, ich wollte auf jeden Fall keinen Stress mit dir, ja? Hey, ich will... Oh Gott, wo bringt er mich denn jetzt hin? Was ist das denn hier? Wer seid ihr denn, Jungs? Warte mal, ich muss ganz kurz meine WhatsApp-Nachrichten abchecken. Oh Mann, meine Frau hat mir schon wieder geschrieben, dass ich zu spät nach Hause gekommen bin. Naja, egal. Also, Subjekt 2, du bist uns also entkommen. Ja, bin ich. Es war eigentlich auch gar nicht so schwierig. Warum habt ihr denn einen Knopf zum Entkommen dagelassen? Naja, irgendwie müssen wir ja auch raus, oder? Hey, was genau habt ihr denn jetzt mit mir vor? Weißt du, wer wir sind? Ja, ihr seid der toxische Clan. Nein, wir sind der Ja, genau, das sind wir. Du scheint schon Bekanntschaft gemacht zu haben mit Florian Flosse, dem verdammten Journalisten. Ja, genau, mit dem habe ich schon mal gesprochen. Er hat mir ein paar Tipps gegeben und unter anderem dieses C4. Ich wünsche euch viel Spaß damit, gell? Tschüss, Leute, haut rein! Oh Mist, es ist eine Bombe! Oh nein, der hat überlebt, das ist gar nicht gut! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Mann. Okay, John, ist alles gut bei dir? Cedric, was sollte das? Tut mir leid, John, ich wollte dich nicht in die Luft sprengen, aber ich musste die Typen loswerden. Na schön. Jetzt bin ich endlich frei von diesem Gesinde. Ich danke dir dafür. Wir sehen uns wieder, Cedric. Aber nicht heute. Denn heute lasse ich dich laufen. okay. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei all dem, was du noch so tust. Alter, was ist mit ihm los? Oh Mann, Leute. Leute, ihr seid es. Aber gut, dass ihr da seid. Ich werde euch nun eine Geschichte erzählen. Eines Nachts lief ich durch die regnerische Straße von Brookhaven, bis mir eine Sache auffiel. Und zwar, dass das Video schwarz-weiß war. Ah, ja, das ist besser. Doch aus einem Haus hörte ich seltsame Geräusche. Es war ein verlassener Spielzeugladen. Naiv wie ich war, lief ich natürlich hinein. Doch dann sah ich sie! Eine Spinne mit 8 Beinen und 8 Augen! Aber Cedric, haben das nicht alle Spinnen? Echt? Ach so, okay, na gut. Aber da war doch was anderes als die Spinne. Eine seltsame blaue Puppe, die am Waschbecken stand. Und dann drehte sie sich um und... Ach, Cedric, deine Gruselgeschichten sind überhaupt nicht gruselig. Und dann kam der... Was? Ach, ja, okay, dann sind sie halt nicht gruselig. Mein Gott, ist doch nicht schlimm. Naja, wie dem auch sei. Wann kommen eigentlich eure Eltern, um euch abzuholen? Ich könnte eigentlich schon nach Hause gehen. Okay, kein Problem. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn ich Gruselgeschichten erzähle. Und zwar gruselige Gruselgeschichten. Oh Mann. Aber was ist denn, wenn die Geschichten alle wahr sind? Ach, Quatsch, die Geschichten sind überhaupt nicht wahr. Ich habe irgendwie heute Nacht davon geträumt und sowas. War auf jeden Fall ein bisschen komisch, aber sowas passiert natürlich nicht wirklich. Aber ich habe genauso eine Puppe bei mir zu Hause. Was? Echt? Oh, das ist ja voll der krasse Zufall. Weißt du eigentlich, wann dein Papa dich abholen kommt? Mein Papa hätte eigentlich schon vor einer Stunde kommen müssen. Ach, macht nichts. Vielleicht hat er dich einfach vergessen oder ist einfach beschäftigt, damit einen Damen da Raum auf dem Video dazulassen. Das kann schon sein, aber hättest du vielleicht Lust, mich nach Hause zu fahren? Dich nach Hause zu fahren? Na schön, komm auf jeden Fall mal mit, dann fahren wir dich nach Hause. Ist doch absolut kein Problem. Steigen wir schön in meinen ledernen Lambo, Leute, das ist natürlich ein mega gutes Auto. Was haben die denn da für einen komischen... Egal. Naja, ich weiß ja so ungefähr, wo dein Papa wohnt. Ich würde sagen, wir fahren da einfach mal ganz kurz hin und schauen mal nach, ob wir den irgendwo hier finden. So, ups, aua, das hast du auf jeden Fall nicht gesehen. Wenn du deinen Führerschein machst, machst du es auf jeden Fall besser. So, warum ist denn hier alles dunkel und hier ist alles zu und so weiter? Papa, bist du zu Hause?
Warte mal, ich muss kurz nachschauen. Ja, mach das. Hey, hallo, Papa von... warum ist denn hier alles dunkel und hier ist überhaupt niemand? Hast du schon irgendwas gefunden? Oh, hey. Oh nein, er ist nicht mehr da. Oh, es ist alles gut. Vielleicht ist er einfach nur einkaufen gegangen oder sowas. Ach so, Papa ist auch weg. Ich meinte eigentlich meine Puppe. Ach so, nein, ich glaube, deine Puppe ist... okay, keine Ahnung. Warte mal, sagtest du gerade Puppe? Vielleicht hängt ja doch irgendwas mit der Geschichte... Ach Quatsch, das ist doch totaler Blödsinn. Okay, ich würde auf jeden Fall mal sagen, du kommst mal ganz kurz mit und wir fahren einfach mal ein bisschen durch die Stadt und suchen deinen Papa. Das kann doch nicht allzu schwierig sein, ihn zu finden. Irgendwo hier muss er doch sein, das ist doch... Warte mal ganz kurz. Das ist doch das Haus aus meiner Geschichte. Da drin ist deine Story passiert. Ja, genau da drin. Hallo, wer sind Sie denn? Oh, Besucher. Schön, euch kennenzulernen, Jungs. Hey, was geht ab, Mann? Hast du vielleicht irgendeine Idee, wo wir seinen Vater finden können? Er ist gerade vermisst und wir suchen ihn. Und was ist mit meiner Puppe? Ach ja, richtig. Und so eine komische Puppe haben wir auch noch verloren. So eine blaue oder irgendwie sowas. Blaue Puppe, sagst du? Okay, ich verstehe. Folgt mir mal. Okay, gut. Meinst du etwa so einen hier? Oh, was ist das denn für ein komisches Ding? Oh, ich muss weg hier. Bleib hier, du Weichei. Das ist doch nur eine Puppe. Sie ist harmlos. Zumindest meistens. Okay. Das ist ja auf jeden Fall eine wunderschöne Puppe. Sie sind, glaube ich, ein super toller Spielzeugmacher. Es sieht auf jeden Fall sehr realistisch aus. Und es sieht so aus, als würde es sich bewegen. Ja, natürlich. Ein guter Spielzeugmacher muss immer sehr, sehr gruselige Spielzeuge machen. Das gehört zum Geschäft. Sollten Spielzeuge nicht irgendwie lustig und freundlich für Kinder sein oder so? Ach, egal. Und das ist also diese Puppe, die du hast? Naja, sie sieht zumindest sehr ähnlich aus, nur nicht so komisch und gruselig. Das hier ist nur eine Puppe. Allerdings habe ich schon mal ein anderes Werk hergestellt, was ja auch lebendig geworden ist. Lebendig? Es ist gerade nicht hier, du Weichei. Aber es könnte sein, dass Hugi Wugi den Vater von dem kleinen Kind entführt hat. Er sucht schon lange einen Spielpartner. Ein Spielpartner? Und was genau soll das bedeuten? Ein Spielpartner. Ist jemand, mit dem man spielen kann. Okay, es ist schön, eine Bekanntschaft gemacht zu haben, aber dieser Typ ist völlig Banane. Wir sollten auf jeden Fall weg. Wenn ihn wirklich Hugi Wugi hat, dann weiß ich, wo er ist. Okay, ich habe keine Ahnung, wo genau er mit uns hin will. Also, Kleiner, das sind, übrigens, man sollte nie zu fremden Leuten in ein Auto steigen. Ja, das ist generell eine sehr, sehr schlechte Idee. Wir machen es jetzt einfach mal trotzdem, weil du steigst ja auch nicht in das Auto, sondern auf den Ersatzreifen drauf. Okay, wir sind da. Ja, und es ist ein Wunder, dass wir nicht explodiert sind. Wo sollen wir denn jetzt lang? Seht ihr diese Wand? Ja, ich sehe die Wand, von der du redest, glaube ich. Dreimal dürft ihr raten, was das ist. Es ist eine Wand? Vollkommen richtig. Was? Nein, es ist ein geheimer Tunnel. Wenn ihr jetzt einfach nur geradeaus lauft, dann kommt ihr an einen ganz speziellen Ort. Einfach nur geradeaus laufen? Okay, und das... Ach, das ist eine Wand. Meinte damit jetzt nicht, dass du geradewegs auf eine Wand zurennen sollst. Und abgesehen davon ist der Eingang ein wenig weiter links. Wenn das jetzt wieder so ein blöder Scherz ist, dann... Oh, was ist denn das für eine Tür? Jetzt sind wir, glaube ich, hier eingesperrt. Cedric, wo sind wir denn hier? Wenn hier eine komische Puppe unterwegs sein sollte, dann werden wir das schon herausfinden. Vielleicht in dieser Höhle oder so? Ich weiß es nicht. Was gruselig hier? Wir sind gerade in einem Berg drin. Und hier ist so ein komisches Kabel und ich weiß auch... Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, Besucher. Schön, euch kennenzulernen. Was bist du denn für ein komisches Viech? Wollt ihr mit mir spielen? Es kommt drauf an, was genau du mit uns spielen willst. Also, willst du Schach spielen? Oder willst du ein Wii? Oder willst du Roblox spielen? Oder vielleicht Uno oder sowas? Das ist okay. Ich will ein Spiel auf Leben und Brot spielen. Ach komm, nicht schon wieder. Wir haben Squid Game schon so oft gespielt. Der Trend ist mittlerweile echt vorbei. Was labert der Typ da? Ich will mit euch Verstecken spielen. Das ist eins der Spiele, die mir sehr viel Spaß machen. Okay, das ist ja kein Problem. Dann, wann fängt's an? Es fängt, glaube ich, genau jetzt an. Okay, komm, lass auf jeden Fall weglaufen. Lass auf jeden Fall weglaufen. Oh, mein Mann, wie kommen wir denn hier raus? Ich glaube, achso, man kann die Tür einfach öffnen. Egal. Renn. Okay, aber vielleicht sind wir hier sicher. Er sollte da nicht rauskommen. Wo wollt ihr denn so schnell hin? Okay, komm. Lass wegrennen. Wir verstecken uns auf jeden Fall im Kino. Im Kino, komm, lass ins Kino gehen. Wir gehen am besten hier rein. Vielleicht dann sollte er uns nicht finden. Oh mein Gott, der denn nur sein? Ah, da ist er, siehst du ihn? Ah, oh Gott. Oh Mann. Okay, er ist wieder weg. Okay, ich glaube, er ist weg. Vielleicht steht er ja da draußen. Okay.
da ist er nicht. Ha, Gott sei Dank, wir haben ihn richtig reingelegt, diesen komischen Typen. Na, dann lass auf jeden Fall raus. Ah, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lass ganz schnell wegrennen, lass ganz schnell wegrennen. Oh. Ins Haus, ins Haus, ins Haus, ins Haus, ganz schnell. Hier auf der Toilette, hier sollte er uns niemals finden. Mann, ich hab richtig Angst. Du brauchst keine Angst haben, ich sehe ihn draußen nirgendwo. Eine Sekunde. Ja, okay, jetzt habe ich euch. Mann, das war echt ein schlimmer Traum, Leute. Ah, es war überhaupt kein Traum, oh Mann. Oh Gott. Was geht, Mann? Ihr seid wirklich schlechte Verlierer. Ich muss jemand anderem zum Spielen suchen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn das für ein komischer Typ? Oh, hey, dir geht's gut, immerhin das. Also wirklich gut fühle ich mich nicht. Ihr könnt später feiern. Wir müssen erstmal irgendwie gucken, dass wir hier rauskommen. Ich wollte dich eigentlich retten und nicht selber auch noch gefangen werden. Wo sollen wir denn jetzt hier einen Ausgang finden? Oh, warte mal, hier ist zumindest Licht. Okay, Licht ist schon mal ganz gut. Dann können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr sehen. Komm, steh auf. Kannst du laufen? Natürlich kann ich laufen. Und da sehe ich aus, als würde ich im Rollstuhl sitzen. Naja, wie dem auch sei. Zumindest funktioniert das Ganze hier noch. Vielleicht versuchen wir einfach mal rauszulaufen und zu gucken, ob wir... Warum? Aber warum sperrt er uns denn nicht hier ein? Ich verstehe nicht, was der Sinn des Ganzen ist. Er spielt doch mit uns Fang. Vielleicht ist es einfach die nächste Runde. Also mir kommt immer mehr und mehr der Gedanke, dass wir uns das vielleicht alles einfach nur ausgedacht haben. Vielleicht ist es ja besser so. Naja, egal. Okay, kommt mit. Vielleicht finden wir noch den Typen, den wir vorhin gesehen haben. Den Spielzeugmacher oder sowas. Das ist zumindest derjenige, der ein bisschen was darüber weiß. Irgendeine Lösung muss ich dafür ja finden lassen. Ah! Du hast uns scheinbar wiedergefunden. Und wiedergefangen. Ist ja gut, du hast gewonnen. Ich werde nicht mehr weglaufen. Was sagtest du gerade? Ich sagte, ich werde nicht mehr weglaufen. Nein, das davor. Du hast gewonnen? Perfekt. Ich wollte nie mehr als ein Spiel gewinnen. Danke, dass ihr mit mir gespielt habt. Na gut, wenn ich in Brookhaven gewonnen habe, werde ich vielleicht in irgendeine andere Stadt gehen, um dort ein Spiel zu spielen. Verschwinde hier, du störst nur meine Arbeit. Aber ich wollte doch helfen. Ich wollte am großen Projekt teilnehmen, weißt du noch? Du eignest dich höchstens als Testsubjekt. Aber ich will doch nicht gehen, ich bin doch noch lange nicht fertig. Wir sind schon so weit gekommen, es ist schon fast bereit. Raus hier, deine Anwesenheit macht mich krank. Hau ab! Oh, ey, aua, oh, du Blöder. Okay, Leute, wenn das so ist, dann werde ich mich unfassbar grausam an dir rächen. Das lasse ich mir nicht einfach so gefallen. Okay, ich muss ganz kurz mal mit meiner Kollegin darüber reden. Hey, hallo Cedric, und wie geht es dir? Es geht mir furchtbar. Der Doktor denkt, er könnte mich einfach so rausschmeißen. Was? Im Ernst? Du warst doch schon immer sein bester Mitarbeiter. Und was willst du jetzt dagegen tun? Ich werde etwas machen, was noch keiner vor mir getan hat. Und zwar in 5 Sekunden einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal da. Etwa Nutella mit Salami essen? Kannst du mich bitte mal ausreden lassen? Ganz genau. Was? Nein, natürlich nicht. Ach, ich geb's auf. Ich rede davon, dass ich nachts in sein Labor einbrechen möchte und seine gesamte Arbeit vernichten werde. Oh, okay, das kann man natürlich auch machen. Ist aber schon ein bisschen hart. Findest du nicht auch? Ach, Quatsch. Das ist doch vollkommen normal. Das macht doch jeder, oder? Wobei, habe ich nicht gerade gesagt, dass ich dir erst... Ach, egal, Leute. Aber heute Nacht werde ich in das Labor einbrechen und dann werde ich die gesamte Arbeit des Doktors vernichten. Aber bist du sicher, dass der Doktor sein Labor einfach so rumstehen lässt, ohne irgendwie Bewachung oder sowas? Nein, bin ich nicht. Aber der wird doch safe nicht daran gedacht haben. Ich meine, er ist ein verrückter Wissenschaftler. Ach, egal, Leute. Ich schlafe jetzt einfach mal bis heute Abend. Und dann legen wir los mit dem brillanten Plan. Okay, Leute, die Nacht ist eingebrochen. Und ich würde sagen, es ist dunkel genug, dass wir unseren teuflischen Plan ausführen können. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist den Weg zum Labor wiederzufinden. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo es ist. Ich gebe es auf, ich würde ihn niemals finden. Oh, ach so, da oben ist er ja. Dann würde ich mal sagen, Leute, führen wir den Plan aus. Okay. Ganz ruhig, Leute, wir müssen schleichen. Okay, Freunde, da wären wir schon mal. Alter, hier ist das Labor. Das, wo er mich nicht mitarbeiten lassen wollte. Okay, dafür würde es eine unglaublich furchtbare Rache geben. Denn ich glaube, in genau diesem Raum sind die geheimen Proben für das Gift, was er entwickelt hat, um mich zu... Hallo, Cedric. Schön, dass du dich freiwillig gemeldet hast, um das Testobjekt für meinen neuen Giftstoff zu sein. Was? Niemals. Ich möchte das nicht. Du hast keine Chance, dich gegen mich zu wehren. Das denkst auch nur du. Du denkst wohl, ich bin hier einfach so eingebrochen mit nichts anderem außer einer Taschenlampe. Aber ich habe noch was viel Extremeres als das, und zwar eine Taschenlampe. Oh nein, eine Taschenlampe. Die einzige Waffe, die mir was anhaben kann. Oh mein Gott. Ach komm schon. Hast du wirklich geglaubt, dass das funktioniert? Nein, habe ich nicht. Aber schau mal da, ein Vogel. Und zack. Autsch, was hast du getan? Was war das denn? Oh mein Gott. Leute, wo bin ich hier? Was ist mit mir passiert? Der Doktor? Wo ist der Doktor? Der Doktor ist weg. Leute, was ist hier passiert? Warum hat mich der Doktor hier einfach alleine gelassen? Und es ist alles weg. Alles, was der Doktor gemacht hat, ist weg. Wieso bin ich so sauer? Ich habe das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. Ich bin Venom. Und ich verspüre so eine Wut in mir.
Leute, was ist passiert? Warum sehe ich so komisch aus auf einmal? Warum sehe ich so cool aus auf einmal? Okay, Leute, ganz ruhig. Was ist hier los? Warum habe ich jetzt auf einmal irgendwelche komischen Tentakel und sehe so übelst gemein aus? Um Gottes Willen, was ist mit mir passiert? Wo? Okay, ich muss ganz schnell mit meiner Kollegin reden. Hey, hallo. Wo ist sie denn hin? Wo? Ah, da bist du ja. Guten Morgen. Ah, ein Monster. Hey, hör mal, ich will nichts Böses von dir. Hallo? Moment mal, Cedric, bist du das? Ja, natürlich bin ich das. Ich sehe doch aus wie Cedric. Okay, na gut, ich sehe nicht unbedingt aus wie Cedric, aber ich bin's trotzdem. Was zum Teufel ist mit dir passiert? War das der Doktor? Doktor, sagst du? Der Doktor? Ich wusste es doch, es war dieser verfluchte Doktor! Ich werde ihn finden und wenn ich ihn in meine spinnenbeinartigen Krallen bekomme, dann kann er was erleben! Du bist wirklich ein bisschen unheimlich geworden, Cedric. Was ist denn passiert? Um genau zu sein, habe ich keine Ahnung, was passiert ist. Ich glaube, er hat mir irgendeine Spritze oder sowas gegeben. Aber wieso? Wollte er, dass du so wirst? Was hat das Ganze für einen Sinn? Ich weiß es auch nicht, aber das Einzige, was mich jetzt noch interessiert, ist, ihn zu finden. Das Experiment war ein voller Erfolg. Cedric hat sich in das besagte Alien Venom verwandelt. Nur ist er mir jetzt leider auf meiner Spur. Ich habe dich erschaffen und ich bitte dich nur um eine einzige Sache. Schaffe Cedric aus dem Weg. Ja, Meister. Ich bin einfach der Allerbeste. Das einzige Problem ist, dass ich absolut keine Ahnung habe, wo er gerade sein könnte. Er könnte schließlich überall sein. Naja, hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, in geheimen Krankenhauslabor nachzugucken? Ja, das könnte sogar sein. Na schön, komm mit. Wir müssen gucken, ob er im Krankenhaus vielleicht irgendwo ist. Es kann doch wirklich nicht so schwer sein, diesen Typen zu finden. Mann, wieso bin ich nicht einfach selber auf diese Idee gekommen? Na schön, Leute, da hinten ist auf jeden Fall das Krankenhaus und da oben ist das geheime Labor des Doktors. Und wir werden jetzt gucken, ob wir ihn da vielleicht finden oder zumindest irgendwelche Spuren, die irgendwie auf ihn hinweisen könnten. Alter, so, schauen wir mal nach. Herr Doktor, ich bin gekommen, um ein Spiel mit dir zu spielen. Ah, da sind wir doch schon. Ah, Venom, schön, dich endlich kennenzulernen. Oh ja, und wie du mich heute kennenlernen wirst. Ah. So, mein Freund, du kommst jetzt mit mir in mein Gefängnis des Grauens. Na, ist das Doktorchen schon wach? Ich glaube noch nicht, aber vor diesem unglaublichen Schock muss er sich wahrscheinlich erstmal erholen. Mein Kopf, oh Gott. Na, was ist das denn hier für ein Saustall? Das, mein Freund, ist mein Zuhause. Und ich stelle hier die Fragen. Was genau hast du mir angetan? Ich habe dir was Gutes getan, mein Freund. Schließlich verfügst du jetzt über die Macht eines Aliens. Über die Macht eines Aliens? Was genau verhält Alien denn? Na, du. Okay, lass die Späßchen. Erkläre mir, wie ich das wieder rückgängig machen kann. Fang an zu singen, los. Ich verstehe zwar nicht wieso, aber okay. Vor einer Zeit habe ich einen Meteoriten gefunden. Dieser hat versucht, die Erde zu umrunden. Und in diesem war das Gift. Moment mal, so meinte ich das nicht mit singen. Ach so, schade. Naja, auf jeden Fall habe ich im Meteoriten ein Gift gefunden, was einen Menschen zu einem seltsamen Alien verwandeln kann. Und du warst halt glücklicherweise mein erstes Testobjekt. Wieso verrätst du mir nicht einfach, wie man es rückgängig machen kann? Und warum hast du eigentlich keine Angst vor mir? Naja, sagen wir es mal so. Du warst nicht meine einzige Testperson. Was meinst du denn damit? Hallo, Cedric. Was zum Teufel? Wer ist der Typ denn? Schön, dass wir uns endlich treffen. Ich bin Carnage. Und das einzige Ziel, was ich habe, ist deine Beendigung. Nein, das heißt dein Ende. Tut mir leid, er hat sich so ganz mit der Grammatik. Achso, ja. Dein Ende meine ich natürlich. Du willst also mit mir kämpfen, ja? Ist das so? Na dann lass uns kämpfen. Lass uns duellieren wie Alten. Zack, 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 zack. Das funktioniert nicht. Hast du, Turtle, noch nicht begriffen, dass ich kugelsicher bin? Und das bist du übrigens auch. Was? Venom, das ist dein Ende. Ich werde dich als... Oh Mann, oh Gott, das war's wohl mit ihm. Tja, einfach von hinten kommen ist ein bisschen intelligenter. Gott, wie er nicht damit rechnen soll. Oh Mann, dankeschön auf jeden Fall für deine Hilfe. Das ist zumindest schon mal ganz gut, dass wir das geschafft haben. Siehst du, du blöder Doktor, das war's mit deinem komischen Carnage oder wie auch immer du den nennst. Ja, ich muss zugeben, es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber zumindest hat es trotzdem funktioniert. Wieso? Wieso hat es denn funktioniert? Was meinst du denn damit? Dreh dich doch mal um. Der Trick ist uralt, Mann. Warum soll ich mich denn umdrehen? Was? Wo sind sie hin? Ich glaube, du siehst deine Freundin nur wieder, wenn du mich hier freilässt und mit ihm reden lässt. Ich gebe dir genau 10 Minuten zu überlegen. Oh nein, verdammt, ich hab nicht hingeschaut. Das war so ein Fehler von mir. Verdammt!
Was sollen wir jetzt machen? Na, du bist aber ein süßes Kerlchen. Ich taufe dich auf den Namen Lord Ugar Cedric Abonnieren. Oder auch kurz Luca. Na, dann komm mal mit, mein Kleiner. Zu mir nach Hause. Daumen nach oben und abonniere nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Oh mein Gott, Alter, das Wasser ist so schön erfrischend. Dem Hai geht's auf jeden Fall auch sehr gut. Hi! Okay, das war jetzt überhaupt nicht lustig. Auf jeden Fall, liebe Freunde, wir sind heute hier als Luca Baby. Und da ist mein Vater. Was macht mein Vater denn da schon wieder? Trinkt er schon wieder Wasser? Mein Sohn, um groß und muskulös zu werden, muss man immer viel Wasser trinken. Ja, genau, finde ich auf jeden Fall auch, Alter. Leute, wenn ihr auf jeden Fall auch gerne mal Luca werdet, lasst auf jeden Fall mal 2 Daumen nach oben da. Ich finde die Außenwelt auf jeden Fall echt schön, aber ich habe leider noch nicht allzu viel davon gesehen, Leute, weil mein Vater lässt mich irgendwie die ganze Zeit nicht raus, aber... Warte mal, wir müssen mich ganz kurz fragen. Papa, warum lässt du mich eigentlich nicht... was macht der Heide da? Papa, warum lässt du mich eigentlich nicht raus? Also, warum darf ich eigentlich nicht das Festland sehen? Das Festland ist gefährlich, mein Sohn. Die Leute da kennen uns nicht und die haben vielleicht Angst vor uns oder sowas. Und eventuell machen sie dann dumme Dinge. Dumme Dinge? Das verstehe ich auf jeden Fall nicht. Egal, na gut. Leute, okay. Wenn der Vater das sagt, dann ist das so auf jeden Fall. Ich meine, wir haben hier, da ist ein Pool. Und ich meine, wir haben nicht nur hier einen Pool, Leute. Wir haben dort, sondern da oben haben wir auch noch einen Pool. Denn Leute, Pools sind mega cool. Und Wasser ist auf jeden Fall auch mega cool. Denn das sorgt dafür, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Okay, Leute. Aber wisst ihr was? Ich wollte schon immer mal... dass die Außenwelt sehen. Ich meine, guckt euch das mal an. Da sind viele, viele Pflanzen und so. Und ich wollte schon immer mal Pflanzen sehen. Und irgendwie, keine Ahnung. Okay, wir müssen unseren Vater irgendwie davon überzeugen, dass wir irgendwie hier weg können. Was müsste ich machen, dass du mich auf das Festland lassen würdest? Gar nichts, ja, Sebel Money, Hupte. Die Welt da draußen ist mega gefährlich. Bleibst jetzt hier oder Mexiko, Schluss. Was? Egal, auf jeden Fall, ich verstehe das schon irgendwie. Ich glaube, er will nicht, dass ich rausgehe. Gut, Leute, da müssen wir auf jeden Fall irgendeine Lösung finden, wie wir rauskommen. Und ich glaube, ich habe schon eine perfekte Idee. Tragen wir einfach den Hai. Nein, wir fragen nicht den Hai, Leute. Ich habe eine bessere Idee. Leute, es wird langsam dunkel. Okay, ich glaube, es wird langsam Schlafenszeit, Leute. Wir können uns nachts einfach mal rausschleichen und versuchen herauszufinden, was da draußen ist, Leute. Ich wollte schon immer mal rausfinden. Okay, Leute, legen wir uns mal ins Bett und warten einfach mal, bis Papi kommt und schlafen geht. Okay, Leute. Ist Papa schon schlafen? Warte mal, wir müssen ganz kurz nachgucken, Leute. Wir müssen ganz kurz nachgucken, denn ich habe keine Ahnung. Der Hai ist ja immer noch wach, Alter. Was? Papi schläft wohl scheinbar ein bisschen im Wasser. Okay, gut, chillig auf jeden Fall. Sag meinem Vater bitte nichts. Ich muss leider hier raus. Ich muss sofort hier weg. So, Leute, wir müssen jetzt mal ganz kurz ein bisschen durch das Wasser schwimmen. Und wenn wir jetzt hier an den Strand gehen, dann... Was ist denn mit meinem Gesicht passiert, Leute? Okay, gut. Hallo, Leute. Hey, du da drüben. Was geht ab, Mann? Bist du etwa jemand, der hier in der Gegend wohnt? Oh, hallo. Was machst du denn hier zu so später Stunde? Ich bin gerade von zu Hause das war ein kleiner Spaß. Ich komme gerade aus dem Wasser hier, weißt du? Mach dir keine Sorgen. Ich weiß schon, wer du bist. Allerdings ist es vielleicht besser, wenn du unser kleines Geheimnis für uns behältst. Echt? Und warum das? Naja, hier an der Oberwelt wissen die Leute nicht wirklich, dass es uns gibt. Und deswegen ist das Ganze vielleicht ein bisschen gefährlich. Oh, okay. Also ist das der Grund, warum mich mein Vater nie rausgelassen hat? Naja, manche Leute nehmen die Oberweltler ein bisschen ernst, aber eigentlich sind die Menschen ganz nette Typen. Alter, Leute, schaut euch das mal an. Hier ist eine richtige Straße. Da sind Pflanzen. Ein riesiger Baum, Alter. Wow. Und vor allem so ein paar andere Dinge. Aber eigentlich ist die Oberwelt jetzt gar nicht mal so interessant. Ich meine, gut, also das ist irgend so ein Ding, was leuchtet. Und wo gehen wir jetzt genau hin? Wir gehen zu mir nach Hause, damit du einen Ort zum Schlafen hast. Okay, das ist ja cool, dann geh vor. Komm, lass zu dir nach Hause gehen. Und Alter, ist etwa dieses Haus da oben dein Haus? Oh Gott, Alter. Leute, was hat er denn? Guck dir, der hat ein riesiges Haus im Baum, ey. Oh mein Gott, ey. Alter, das sieht ja krass aus. Oh Gott, wir müssen so hoch. Oh, ich hoffe, ich schaffe das. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite irgendwie von dem Ding hier. Wie auch immer man das nennt. So, hier auf jeden Fall. Hier kann ich auf jeden Fall hochgehen. Alter, Leute. Das ist ja abgefahren, was man damit alles sehen kann. Guck, da hinten ist das Haus meines Vaters. Und hier ist so ein bisschen anderes Zeug. Und naja, das hier ist mein Haus. Hier kannst du gerne wohnen, wenn du möchtest. Allerdings gibt es hier oben in der Oberwelt ein paar Regeln. Wir müssen morgen nämlich zur Schule. Zur Schule? Und was genau ist das? Die Schule ist ein Ort, wo Menschen Dinge lernen, die sie so für ihr Leben brauchen und sowas. Verstehst du? Dinge lernen finde ich aber nicht so spannend. Und du meinst, ich muss da wirklich hin? Naja, schon. Aber du kannst nicht da hingehen, einfach mit diesen Klamotten, die du jetzt gerade hast. Du solltest vielleicht dir ein paar andere Klamotten suchen. Such mal vielleicht was, ob ich irgendwas habe für dich. Gehen wir auf jeden Fall mal rein. Alter, Leute, das Haus ist echt cool. Ich meine, Alter, das ist ein ganzer Baum, der hier drin ist. Und hier ist...
Oh, cool. Kann ich dieses Zimmer hier haben? Natürlich kannst du das. Guck mal in dem Schrank nach. Da sollte ich doch ein paar Klamotten haben. Sind vielleicht groß genug für dich. Okay, vielen Dank. Oh Mann, Alter. Okay, mein, ach so, das hier, Alter. Okay, alles klar. Schauen wir mal nach. Okay, Leute. So sehe ich jetzt also aus. Oh Mann. Na gut, das ist auf jeden Fall auch eine interessante Kleidung. Auch wenn ich meine irgendwie ein bisschen lieber mag. Aber auf jeden Fall in Ordnung. So, was machst du denn da? Warum tanzt du auf dem Tisch? Ich war die ganze Nacht unterwegs. Jetzt brauche ich auch nicht mehr schlafen zu gehen. By the way, es ist schon morgen geworden. Ich glaube, wir müssen langsam in die Schule. Okay, alles klar. Gehen wir in die Schule oder was auch immer du meinst. Als erstes haben wir Englisch. Das ist eine Sprache. Die Menschen sprechen viele verschiedene Sprachen. Irgendwie können sie sich nicht auf eine einigen. Ah, okay, gut. Probieren wir es auf jeden Fall mal. Okay, hier meinst du Englisch? Oh Gott, Alter, wer ist das denn hier? Oh Gott, Alter, das sind voll viele Typen. So, haben wir also einen neuen Mitschüler bekommen. Na ja, setz dich... Okay, tu ich gerne. Ich setz mich mal hinter Roberto. Abonniert Cedric. Subscribe to Cedric. Okay, das ist also Englisch, was man hier macht? Junge, kann der kleine Keck da hinten mal aufhören zu labbern? Was? Meinst du mich? Ja, Mann, Wallabilla, Alter. Kannst du jetzt endlich mal ruhig sein? Ich sag doch gar nichts. Oh Mann. Okay, na gut, dann bin ich halt ruhig. Cedric says smells really bad, Alter. Hast du das gerade noch hingeschrieben? Nee, Bro. Ich hab Cedric gedisst. Du bist doch nicht Cedric, du bist Luca, Alter. Oder heißt du sowas irgendwie? Keine Ahnung, Walla. Ich verstehe die Hälfte nicht von dem, was du sagst. Na schön, Alter. Mach dir keine Sorgen um ihn. Er ist gerne mal ein bisschen gemein. Komm du mal her. Warum ist der Typ überhaupt so groß, Alter? Wie viele Klassen hast du schon nachholen müssen da? Junge, was weiß ich, 20 oder so. Okay, ja, das erklärt einiges. Auf jeden Fall, hör auf mich zu ärgern und lass mich und meinen Freund einfach in Ruhe, ja? In Ordnung. So, setzen wir uns jetzt hin. Haben wir ein Machtwort gesprochen. Stopp, halt, stopp. Ich will das nicht. Okay. Könnt ihr jetzt bitte mal ruhig sein auf den Plätzen hier? Wenn noch einer redet, beende ich die Stunde und gehe einfach. Okay, hab ich verstanden. Ups, hab ich irgendwas falsch gemacht? Ich wollte doch gar nicht, ach Mann. Ja, der Englischlehrer ist leider leicht reizbar, aber egal, nutzen wir einfach die Zeit zu essen. Digga, futter nicht so viel, du bist schon fett genug. Alter, was willst du eigentlich von, okay, Roberto, wir gehen jetzt auf jeden Fall einfach mal wieder raus hier, weil ich habe keine Lust mehr auf diesen Typen, der ist voll gemein, warum sind die Menschen denn so gemein? Naja, Menschen können ein wenig kompliziert sein, aber du wirst es irgendwann noch verstehen. Spring auf, wir fahren einfach wieder nach Hause. Was für ein schöner Morgen, warum bist du gerade in die Treppe runtergefallen? Was ist denn passiert, Roberto? Hey, Luca, hier ist irgendjemand, der behauptet, er kennt dich oder sowas. Er hat nach dir gefragt. Jemand, der nach mir gefragt hat? Weiß ich nicht. Könnte irgendjemand sein? Schauen wir mal nach. Wo ist denn hier die Tür, Alter? Da hinten ist die Tür auf jeden Fall. Upsa, hallo? Oh, bist du das, Papa? Mein Sohn, du bist doch am Leben. Ja, natürlich bin ich das. Ich habe mich an die Oberfläche begeben. Warum bist du von zu Hause abgehauen? Naja, also ich wollte das neue Leben erfahren und sowas. Weißt du, ich wollte so ein paar Leute kennenlernen, Freunde kennenlernen, in die Schule gehen, mich mobben lassen, den Lehrer vertreiben und sowas. So normale Dinge, die man halt macht. Aber ich habe so lange nach dir gesucht. Und dabei steht mein Haus nur einen Block weiter. Ja, stimmt eigentlich. Also du hast ja wirklich nicht sehr viel Arbeit darauf verwendet, glaube ich, mich zu finden, wenn dein Haus da hinten steht. Auf jeden Fall, egal. Papa, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, aber du musst mich nicht besuchen. Ich bin mittlerweile erwachsen und ich fühle mich hier ganz wohl. Ich habe hier einen Freund kennengelernt, das ist Roberto. Ja, ich habe ihn schon als kleines Kind kennengelernt und ich habe mich super mit ihm verstanden. Wir sind gute Freunde geworden und naja, jetzt wohne ich halt hier ein bisschen bei ihm. Na gut, wenn das so ist, dann lasse ich dich wieder alleine. Aber ich nehme es dir trotzdem übel, dass du mich verlassen hast. Alter, warum springen alle eigentlich immer runter? Wieso benutzt denn keiner die Treppe? Ach Mann, Alberto, ganz ehrlich. Alberto denkt sich auch einfach nur, yeet! ups, das war's, glaube ich, mit meinem Vater. Oh nein, Leute, oh nein! Eines Tages ist das passiert. So ein Mist! Was? Was war das? Schau mal, da draußen ist irgendwas abgestürzt. Schau mal, da liegt jemand. Na, was bist du denn für einer? Schatz, ich glaube, das ist ein Alien. Und was macht man mit so einem Alien? Vielleicht sollten wir es in die Mülltonne schmeißen. Schatz, du bist so ein Untermensch. Ich weiß, es tut mir leid. Nun gut, komm mit, mein Kleiner. Ich werde mich gut um dich kümmern. Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Ach, die Mission ist schiefgegangen, Wo bin ich hier? Okay, ich liege in dem Bett von irgendjemandem, mit irgendeinem Typen, der schläft, und irgendeiner Frau, die auch schläft, und was genau mache ich denn hier? Jetzt kommt's mir, Leute, ich erinnere mich, mein Raumschiff ist abgestürzt, verdammt! Okay, Mist, was sollen wir denn jetzt machen? Ruhe bewahren. Eventuell kriegen wir das Raumschiff wieder repariert, Leute, vielleicht schaffen wir 3 Likes auf diesem Video. Ich glaube, die habe ich schon gesehen, verdammt, wir müssen mit ihnen reden, um herauszufinden, was sie wissen. Hallo, du da, steh auf, hallo! Ha, du bist wach! Privet, nas dram, nas govnes, nivoskas. Was hast du gerade gesagt?
Oh, das war die falsche Sprache. Egal, auf jeden Fall, hallo Erdbewohner, ich komme vom Mars. Beziehungsweise, was ist mit meinem Raumschiff passiert? Du meinst dieses alte kaputte Auto? Ja, das ist bei uns im Garten abgestürzt. Wir haben dich gerettet. Okay, ich danke dir vielmals, Erdbewohner, aber wo ist das Raumschiff? Naja, ich glaube, mit dieser alten Mühle kannst du nicht mehr so viel anfangen. Aber guck sie gerne mal selbst an. Okay, Freunde, okay, alles klar. Ich glaube, dieser Erdbewohner, der will mich anlügen, Leute. Oh, wo sind wir hier überhaupt? Wir sind tatsächlich auf der Erde. Oh Mann, Leute. Ah, da ist der Mond. Oh Gott, nein. Leute, wir müssen wieder zurück zum Mars. Oh, nein. Verdammt, das Raumschiff ist kaputt, Leute. Oh, das ist gar nicht gut. Die Zündtriebenschaltwerke sind kaputt und der Materialfusionator funktioniert auch nicht mehr so gut. By the way, Leute, ich weiß, mein Raumschiff sieht so ein bisschen aus wie so ein komisches altes Auto, aber das ist es nicht. Ja, das ist höchstmoderne Technik. Okay, Freunde, das ist auf jeden Fall nicht so gut. Wir müssen es irgendwie repariert kriegen, beziehungsweise wie sollen wir denn jetzt jemals hier wieder wegkommen? Auf der Erde gibt es doch gar nicht diese technischen Möglichkeiten, mein Raumschiff zu reparieren. Verstehst du jetzt, was ich meine? Das Ding ist komplett kaputt, Mann. Da gibt es wohl keine andere Möglichkeit als hier zu bleiben und zu warten, bis die Erde weit genug ist, um Technologien zu entwickeln, damit sich mein Auto reparieren kann. Mein Raumschiff meine ich natürlich. Weißt du, du kannst so lange du möchtest bei uns bleiben. Wir adoptieren dich gerne. Mich adoptieren? Ich bin 220 Jahre alt, aber naja, okay. Auf jeden Fall gut, das können wir natürlich machen. Also, naja, Marsianer altern ein wenig langsamer als ihr Menschen, aber okay, das ist auf jeden Fall ein Deal. Gut, aber da muss ich meine Tarnfähigkeiten anpassen. Eine Sekunde. So, ich glaube, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Moment. Okay, das ist wesentlich besser. Gut, Freunde, dann haben wir auf jeden Fall keine andere Möglichkeit und müssen bei dieser Farmfamilie bleiben. Oh Gott, ich glaube, hier auf diesem Planeten bin ich noch ein Kind, Leute. Oh Gott, das wird auf jeden Fall gar nicht gut. Hallo Mama, was geht ab, Mann? Du scheinst meine neue Mama zu sein. Schläft die immer noch? Egal, okay, auf jeden Fall, liebe Freunde, dann werden wir ein bisschen... hallo, morgen. Huch, du siehst ganz anders aus als gestern. Da, meine Frau, Entschuldigung, ja, natürlich sehe ich anders aus als gestern. Ich habe tatsächlich mein Aussehen ein bisschen geupgradet, aber ich kann das ganz ehrlich nicht so lange machen, aber es sollte einfacher für euch sein, denn ich glaube, hier auf der Erde weiß man doch gar nicht, dass Leute vom Mars existieren. Deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn ihr nichts erzählen würdet und wir leben einfach so weiter und ich versuche währenddessen so ein bisschen mein Raumschiff zu reparieren. Okay, alles klar. Cedric! Was denn? Was ist los? Hast du denn nicht in den Stundenplan geguckt? Es ist Schulzeit. Schulzeit? Was für Schule? Ich bin 225 Jahre alt. Mein Gott, ich muss nicht mehr in die Schule. Ja, das sagen sie alle, aber es ist für dich langsam Zeit, in die Schule zu gehen. Oh, na schön. Wenn das hier auf der Erde so ein Ding ist, dann möchte ich halt zur Schule gehen. Zur Schule gehen. Ich glaub's ja auch. Also, jetzt gehe ich hier raus und dann gehe ich zur Schule. Dann zeige ich euch mal, wo die Schule ist. Schatz, du hast deine Schulsachen vergessen. Für wen hältst du mich eigentlich? Ich glaube, sie glaubt mir nicht, dass ich ein Alien bin. Ich glaube, sie glaubt, sie hat irgendwie nur mal geträumt oder sowas hier. Na schön, dann nehmen wir auf jeden Fall mal den Tresor des Vertrauens mit, nehmen das ganze Geld und dann nehmen wir auch noch Schulsachen. Alles klar, bis dann, Mutti. Oh Mann. Gut, nehmen wir mal schnell das Auto und fahren mal schnell zur Schule, weil ich glaube, das ist auch relativ normal hier auf der Welt. Aber gut, schauen wir mal. Mann, ich kann doch Auto fahren. Ich kann Raumschiff fliegen, aber kein Auto fahren. Das kann doch nicht wahr sein. So, okay, schauen wir mal vorbei, ob wir hier in der Schule irgendwas machen können. Und zack. So, ich hoffe, Papa wird nicht so unglücklich darüber sein, dass ich sein Auto genommen habe. So, was haben wir denn jetzt hier? Wissenschaftsunterricht. Ja, da bin ich ja sehr, sehr gut. Okay. Blöde Erdbewohner die ganze Zeit. Na gut, schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. So, liebe Kinder, einerseits haben wir heute einen neuen Mitschüler und andererseits müssen wir uns heute wieder um die Frage kümmern, um die wir uns gestern schon gekümmert haben. Das Problem der Quantenphysik Thermadralik 2. Die Thermadralik 2, das ist doch ein Problem, das haben wir schon im Kindergarten gelöst. Mein Gott, es geht um die aerodynamische Aerodynamik. Was erzählst du denn da? Na, es ist doch ganz einfach. Du musst einfach die aerodynamische Aerodynamik umpolieren und dann machst du einen Pol links, einen Pol rechts und dann multiplizierst du das Ganze mal drei und dann funktioniert's. Du hast recht. Woher weißt du das? Das ist ein Problem, das hat kein Mensch jemals gelöst. Ja, du sagtest das ja schon. Kein Mensch hat das Problem jemals gelöst. Ihr Menschen seid ja auch echt dumm. Okay, auf jeden Fall. Was soll ich jetzt hier eigentlich machen? Was ist jetzt der Sinn dieser Sache hier? Naja, du gehst in die Schule, um Dinge zu lernen. Aber ich kann doch sowieso schon alles. Was muss ich denn dann hier noch in der Schule? Leute, ihr solltet mal lieber Sandy Crew abonnieren, anstatt in die Schule zu gehen. Sei bitte nicht so frech, ja? Nur weil du diese eine unmögliche Frage beantworten könntest, heißt das,
das hier nicht, dass du dich hier aufspielen musst. Was heißt hier aufspielen? Ich versuche nur mein unendliches Wissen mit euch zu teilen. Oh nein! Ich sehe wieder aus, wie ich aussehe. Was bist du denn? Das kann ich erklären. Das ist absolut kein Problem. Oh Gott, Leute, jetzt habe ich mich aber etwas reingeritten. Einen Moment kurz. Und wer sind Sie jetzt? Ja, wer sind eigentlich Sie jetzt? Keine Sorge, das ist nur eine seltene Hautkrankheit. Einen Moment bitte ganz kurz. Dürfte ich mich kurz vorstellen? Ich bin Gerald Gehringer vom Zoll. Und ich zeige Ihnen einmal ganz kurz eine ganz, ganz ungewöhnliche Sache. Eine ungewöhnliche Sache? Was meinen Sie denn damit? Psst, guck mal nach hinten. Nach hinten? Warum soll ich denn nach hinten gucken? So, meine Damen und Herren, schauen Sie einmal ganz kurz tief in dieses kleine Gerät. Es wird nicht lange dauern. Oh Gott, was haben Sie mit Ihnen gemacht? Ach, gar nichts. Sie sind kurz bewusstlos und danach werden Sie alles vergessen haben. Komm mit mir mit. Okay. Oh Gott, ich hoffe, ich kann diesem Menschen vertrauen. Was ist das für ein Typ? Pass auf, Kleiner. Ich bin von der Alien-Behörde. Wir haben deinen Einschlag hier schon vor einer Weile registriert, aber wir wollten dich nicht kontaktieren. Nun, in solchen Notsituationen müssen wir leider eingreifen. Es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Und wir sollten vielleicht dafür sorgen, dass man dich nicht zu schnell erkennt. Ich bringe dich wieder zu deinen Eltern. Zu meinen Eltern? Zu meinen richtigen Eltern oder zu diesen Typen hier auf der Erde, die sich irgendwie als meine Eltern ausgeben möchten? Ja, das Zweite, was du gesagt hast. Eine Sache ist klar, ich werde nie wieder in die Schule gehen. Oh Mann. Ah, du siehst ja doch wieder so aus. Ja, und ich habe einen Gast mitgebracht. Hallo, ich habe deinen Namen wieder vergessen. Guten Tag, mein Name ist Gerald Geraldsson. Oder irgendwas anderes mit G, was ich jetzt gerade wieder vergessen habe. Auf jeden Fall ist Ihr Kind ein Alien. Darauf wäre ich ja nie im Leben gekommen. Ja, ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach zu bemerken. Auf jeden Fall bin ich von der Alien-Behörde. Sie dürfen Ihr Kind nicht in die Schule schicken. Unter seltsamen Voraussetzungen kann sich seine alte Form zurückentwickeln. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Moment. Okay. Gut, Freunde. Gut. Keine Sorge. Okay, auf jeden Fall gibt es scheinbar irgendein Amt, was meinen Einschlag registriert hat oder sowas. Sehr, sehr komisch. Na gut, wir müssen uns nochmal ganz kurz konzentrieren. Dann können wir uns vielleicht wieder zurückverwandeln. Moment. Ah, oh Gott, nein, das ist falsch. Nochmal. So, das ist besser. Okay. Was? Hat's gerade geklingelt? Oh, die beiden schlafen schon wieder. Na schön. Na gut, dann gehe ich mal selber runter. Wer ist denn das? Sie sind es. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist... Gerald Geraldsson. Ich weiß es. Alles gut. Mein Gott, was willst du hier? Sehen Sie diese Karte? Ja, ich sehe sie. Sie ist abgelaufen. Und das bedeutet? Nun, da Ihre Verweilungslizenz auf der Erde mittlerweile abgelaufen ist, müssen Sie leider den Planeten verlassen. Ach, was Sie nicht sagen. Ich würde schon ich hätte schon gerne vor Jahren diesen blöden Planeten hier verlassen. Ich will gerne zurück auf den Mars. Aber das Problem ist, dass mein Raumschiff, kommen Sie mal mit, ich zeige es Ihnen. Mein Raumschiff ist nämlich in alle Stücke zerteilt. Hier, das hier ist mein Raumschiff. Und das ist kaputt, wenn Sie es nicht sehen. Hier, guck, ich kann mich zwar reinsetzen, aber es ist im Eimer. Und die ganzen Sachen liegen hier rum, verstehen Sie? Wir müssen irgendwas dagegen tun. Ich komme hier leider von alleine nicht weg. Nun, wenn das so ist, dann tut es mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass wir das Gerät reparieren müssen. Ja, warum haben Sie mir das nicht früher angeboten? Ich dachte, Sie wollten hier sein. Nein, will ich nicht. Oh, egal. Folgen Sie mir. Oh Gott, Leute. Okay, gut. Wie es aussehen will, er anscheinend mein Raumschiff reparieren, was aber irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt. Was genau will er jetzt hier an der Wand? Okay, gut, was ist das jetzt hier? Das, mein kleiner grüner Freund, ist top secret. Es ist wichtig, dass Sie, was diese Angelegenheit betrifft, komplett den Mund halten. Denn das Ganze hier ist top secret. Okay, und wie genau soll das hier helfen, mein Raumschiff zu reparieren? Na, das ist doch ganz einfach. Das geht alles mit aerodynamischer Aerodynamik. Ja, das hätte ich mir fast gedacht. Das Raumschiff ist kaputt. Dann müssen wir diesen Schalter hier umlegen und diesen auch. Noch ein paar mehr Schalter. Und das Raumschiff ist nicht mehr kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie es helfen soll, dass du hier irgendwelche Schalter umschaltest und mein Raumschiff wieder heile wird. Oh Mann, ey. Leute, ich habe keine Lust mehr auf diesen ganzen Mist hier. Wir müssen es selber versuchen. Ist das mein Raumschiff? Mein Raumschiff ist wieder heile? Okay, alles klar. Jetzt bin ich mal verwirrt. Jetzt bin ich komplett verwirrt. So, jetzt muss ich Sie leider bitten, den Planeten hier zu verlassen. Schöne Fahrt noch. Na schön, dann werden wir das auf jeden Fall machen. Okay, Leute, dann fliegen wir jetzt mal mit diesem komischen Raumschiff hier los. Alles klar, let's go! Wuhu! Ich glaube, dieses Raumschiff kann nicht wirklich fliegen. Egal, auf jeden Fall, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge Roblox Brookham Roleplay. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und ich würde sagen, liebe Freunde, Like und Abo nicht vergessen, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!